Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast. Mein Name ist Georg Nolte und wir befinden uns hier auf der Republika in Berlin. Und ich bin zusammen mit zwei meiner sehr geschätzten Kolleginnen hier bei Google/YouTube. Und ja, ich würde euch bitten, liebe Sabine, liebe Annika, dass ihr euch gleich selber nochmal vorstellt. Hallo Sabine. Hallo Georg, schön hier zu sein und dich hier auf der Republika zu treffen. Genau, meine Aufgabe bei YouTube ist, dass ich die politische Arbeit von YouTube in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern, aber auch in Zentral- und Osteuropa verantworte. Und viel meiner Arbeit ist eben auch erklären, was wir machen, wie wir unsere Verantwortung als Plattform wahrnehmen. Deshalb sind wir auch hier auf der Republika heute. Was ist denn die Republika für diejenigen, die das nicht wissen? Das kann vielleicht am besten unsere Kollegin Annika erklären. Hallo Annika. Hallo Georg. Was ist deine Rolle bei uns, deine Aufgabe? Ich bin zusammen mit Sabine im Team für politische Kommunikation von YouTube und unterstütze da die Arbeit, die Sabine schon beschrieben hat, aber helfe zum Beispiel auch dabei, so Veranstaltungen wie die Republika vorzubereiten, mir darüber Gedanken zu machen, was haben wir da eigentlich in unserem Stand, was erzählen wir hier und wie sprechen wir, worüber sprechen wir mit den Menschen, die hier sind. Was ist denn hier für ein Publikum so? Auf der Republika. Ich finde, das ist so eine ganz gute Mischung aus digital engagierten, digital tätigen Menschen. Aber wir sehen natürlich auch, Google und YouTube sind wieder in direkter Nachbarschaft mit dem Stand vom Digitalministerium. Also eigentlich würde ich schon sagen, das ist so ein gesellschaftlicher Querschnitt, in dem alle Gruppen vertreten sind, die öffentliche Hand, die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, viele Menschen wahrscheinlich auch, die aus privatem Interesse hier sind. Also eigentlich ein ganz gutes Abbild der digitalisierten Gesellschaft. Ja, gerade habt ihr einen Vortrag gehalten und habt erklärt, was YouTube alles macht im Vorfeld der Wahlen, die dieses Jahr in der Welt stattfinden. Es wählen ja dieses Jahr ganz viele Menschen. Kannst du oder könnt ihr beide hier mir mal kurz erklären und den Hörerinnen und Hörern, wie engagiert sich denn YouTube rund um das Thema Wahlen in diesem Jahr? Also das Thema Verantwortung überhaupt auf der Plattform ist, und Georg, darüber sprachen wir auch bei unserem letzten Gespräch in dem Podcast schon mal, ist wirklich eines der zentralen Themen, was uns seit vielen Jahren umtreibt. Und das, was wir jetzt bei den Europaparlamentswahlen machen, ist letztlich ein Abbild dessen, was wir als plattformweite Verantwortungsrahmen haben. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, Menschen mit verlässlichen, vertrauenswürdigen Inhalten in Kontakt zu bringen. Das heißt, die Sichtbarkeit genau dieser Inhalte wirklich zu befördern, und zwar da, wo Menschen wirklich sozusagen danach suchen oder sie finden wollen, weil die beste Maßnahme, um Missinformation oder vielleicht sogar gezielte Desinformation zu begegnen, ist die verlässliche Information. Und da haben wir als wirklich sehr reichweitenstarke Plattform eine große Möglichkeit, genau das zu tun, aber natürlich auch eine große Verantwortlichkeit. Also das ist sozusagen das eine, was wir tun. Der zweite Teil unseres Verantwortungsrahmens ist natürlich, problematische Inhalte möglichst schnell zu entfernen und Inhalte, die nicht verletzend sind, also weder gegen Strafrecht verletzen, noch gegen unsere eigenen Hausregeln verletzen, aber so angrenzen genau an diese Verletzung. Im Englischen sagt man immer Borderline-Content, denen die Sichtbarkeit zumindest zu reduzieren, um nicht zu sagen zu nehmen. Und der letzte Teil unseres Verantwortungsrahmens ist letztlich auch Kreative, die auf YouTube tätig sind, die sehr stark dazu beitragen, natürlich auch die Informationsgesellschaft zu befördern, die auch zu belohnen, wenn sie qualitativ hochwertige Inhalte produzieren. Weil es kostet ja Geld, diese Inhalte zu produzieren. Und dafür brauchen wir einen Belohnungsrahmen. Und das haben wir bei YouTube sehr intensiv ausgestaltet. Wir teilen mehr als die Hälfte der Einnahmen, die wir über Werbung erzielen, eben mit den Kreativen, die Teil dieses Programms sind. Das ist unser grundsätzlicher Verantwortungsrahmen. Und da gibt es ein paar Besonderheiten zur Wahl. Und wenn genau, du Interesse hast, gerne mehr. Das wäre meine Frage jetzt gewesen, denn in diesem Jahr haben wir nicht nur die Europawahl, die jetzt bald ansteht schon. Also es gehen jede Menge Menschen in unserer Region zum Wählen. Was
und wie können sich denn die Menschen hier umfassend auf YouTube informieren, was die Wahlen angeht? Genau, Sabine hatte ja eben schon angedeutet, dass es grundsätzlich auf YouTube einen Verantwortungsrahmen gibt und ein paar Funktionen, Produktfunktionen von YouTube sind auch im Rahmen dieses Prinzipienkataloges in der Vergangenheit schon entstanden und sind auch immer verfügbar, unabhängig davon, ob gerade Wahlen sind oder nicht. Aber insbesondere zu Ereignissen wie Wahlen spielen die natürlich eine ganz besondere Rolle. Das sind Produkte im Bereich Nachrichten, Nachrichtenfunktionen, zum Beispiel wenn Nutzerinnen und Nutzer auf YouTube nach Nachrichtenereignissen, Nachrichtenthemen suchen, dann werden sie in der, an der oberen Stelle der Suchergebnisse erstmal so einen separaten Kasten, wir nennen das Top News, sehen, wo eben tatsächlich Suchergebnisse von zuverlässigen Nachrichtenquellen erscheinen. Und bei nationalen Ereignissen, also großen Ereignissen, wo vielleicht auch, weil es ne, Dinge passieren überraschend und schnell, dann hat man nicht sofort die vollkommene Informationslage, da ist erstmal Verwirrung. Da haben wir sogar auf der YouTube-Startseite einen eigenen Bereich Eilmeldungen, der eben Nachrichtenberichterstattung zu diesen Themen sichtbar macht, auch für Menschen, die gar nicht danach gesucht haben, um hier einfach dieses Nachrichtenereignis hervorzuheben und eben zuverlässige Quellen von verschiedenen Nachrichtenpublishern zugänglich zu machen. Sabine, haben wir spezielle Guidelines rund um die Wahlen, damit diese Wahlen möglichst sicher, was YouTube angeht, ablaufen können? Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass es sozusagen einen Verantwortungsrahmen gibt, in dem wir arbeiten. Und die Säule der Entfernung von problematischen oder rechtswidrigen Inhalten ist ein ganz starkes Element. Und das heißt, wir haben Hausregeln, die immer gelten, die natürlich auch zu Zeiten der Wahlen gelten. Und viele unserer Hausregeln sind natürlich auch relevant für wahlbezogene Inhalte, ne? Hassrede zum Beispiel, aber auch bestimmte Arten von Fehlinformationen können relevant sein. Und zu Wahlen spezifisch haben wir dann auch noch ergänzende Richtlinien. Das sind insbesondere drei, die im Zusammenhang mit wahlbezogenen Inhalten dastehen. Das eine ist Wahlbehinderung, also wenn aufgefordert wird, wirklich Wahlen zu behindern oder zu sagen, Wahlen finden an anderen Daten statt, als sie stattfinden. Das ist gerade bei der Europaparlamentswahl gar nicht so trivial, weil in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedliche Wahldaten innerhalb eines Wahlzeitraums sind. Also wenn darauf hingewiesen wird, dass sozusagen falsche Wahldaten genannt werden, dann ist das eine Verletzung unserer Hausregeln und die Inhalte werden entfernt. Wenn die Wählbarkeit von Kandidierenden in Frage gestellt werden, ist das ebenso untersagt und solche Inhalte werden entfernt. Oder auch, wenn sozusagen die demokratischen, friedlichen Prozesse zum Wählen sozusagen in Frage gestellt würden oder aufgefordert wird, dies zu stören, auch das tolerieren wir nicht auf YouTube und auch solche Inhalte werden entfernt. Also insgesamt haben wir ein sehr rigides, aber sehr austariertes System, um sozusagen Meinungsfreiheit auf der einen Seite zu gewährleisten, aber den Schutz unserer Community, aber auch der Gesellschaften zu gewährleisten. Sabine, wird denn bei einer Person ein Unterschied gemacht, wenn sie denn ein Amt bekleidet oder von Berühmtheit ist, was die Guidelines angeht? Wird da ein unterschiedlicher Maßstab angesetzt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben keine sogenannten personenbezogenen Richtlinien, sondern inhaltebezogene Richtlinien. Das heißt, unsere Teams gucken sich den Inhalt als solchen, aber auch sozusagen den Rahmen des Inhalts an. Ne? Welche ist für eine Überschrift ist gewählt worden? Was ist sonst sozusagen, was für Thumbnails sind gewählt worden? Das ist relevant für die Bewertung der Rechtmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Verletzung von Richtlinien oder Nichtverletzung von Richtlinien, egal wer der Absender ist, ob du das bist oder ich das bist oder prominente Personen, das ist völlig egal. Ja, ein Thema ist natürlich in aller Munde, da wollen wir hier auch drüber reden, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Und durch künstliche Intelligenz erzeugte Inhalte. Wie gehen wir da bei YouTube damit um, was die Kennzeichnungspflicht angeht? Denn ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was die Wahlen jetzt auch angeht, oder? Wie sind wir dort unterwegs? Was gibt es da für Pflichten an die Creator? Also grundsätzlich glaube ich, muss man sagen, die Richtlinien, über die wir gesprochen haben, die gelten für alle Arten von Inhalten. Das heißt, ob ein Inhalt mit AI oder synthetischen Tools
erstellt wurde oder nicht. Das ist uns völlig egal, ob sie händisch geskribbelt sind. Das heißt, wenn der Inhalt verletzend ist, werden die Inhalte entfernt. Das ist mal sozusagen die Basis allen. Wenn der Inhalt aber erlaubt ist auf der Plattform und sozusagen mit KI-Tools erstellt wurde und, das ist ganz wichtig, realistisch anmutet, dann gibt es eine Verpflichtung für unsere Kreativen, diese Inhalte zu labeln. Das ist sozusagen im Backend für sie sehr einfach einstellbar und das Label erscheint dann hinterher in der Videobeschreibung und bei besonders sensitiven Bereichen, Themen, also Wahlen gehören dazu, aber auch Gesundheitsinformationen, erscheint die Beschreibung, das ist ein KI-generierter Inhalt, ist eben auch in dem Videoplayer selbst. Uns ist wichtig, sozusagen Leuten einen Hinweis zu geben, dass sie nochmal besonders aufmerksam mit dem Inhalt umgehen und sich den Inhalt sozusagen vergegenwärtigen, dass er KI-generiert ist. Wir wollen aber nicht sagen, dass ein Inhalt, nur weil er KI generiert ist, problematisch ist. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen auf sozusagen so einer Negativkonnotation. Ne? Das ist ein Tool, das ist ein Hilfsmittel, was Leute einsetzen, wo viel kreatives Potenzial auch da ist, wo natürlich auch Problematiken entstehen. Genau deshalb haben wir das Labeling eingeführt. Annika, eine Frage an dich. Wir hatten hier zuletzt im Podcast zwei Creator, die über Medienerziehung und Medienkompetenz gesprochen haben, nämlich Düsen Tekkal und der dunkle Parabelritter. Und beide haben gesagt, Medienerziehung müsse ein Schulfach werden. Was tun wir denn auf dem Sektor, was Medienerziehung oder Medienkompetenz angeht? Ja, da sprichst du ein total wichtiges Thema an, denn natürlich ist Medienkompetenz, also vielleicht kann man sogar fast fragen, ob Medienkompetenz in der digitalisierten Gesellschaft noch der richtige Begriff ist oder ob es so Gesellschaftskompetenz eigentlich inzwischen ist. Aber natürlich ist das die Grundvoraussetzung, um kompetent, aber auch bewusst und kritisch mit Inhalten, die man im Netz sieht, die man auch in anderen Medien sieht, denen man in anderen Medien begegnet, damit umzugehen. Und eine Initiative, die wir hier gestartet haben, vor 2 Jahren tatsächlich schon, und davor gab es auch schon ganz viele, aber um jetzt mal was Aktuelles zu erzählen, ist die Klicke-Pause-Kampagne. Das ist eine globale Medienkompetenzinitiative von YouTube, die aus einer Reihe von Videos besteht, die sich letztendlich so Manipulationstechniken angucken, denen man manchmal begegnen kann, wenn man Inhalte anschaut, sowas wie der falsche Experte oder so aufmerksamkeitserregende, total dramatische Headlines und am Ende ist aber gar nichts Schlimmes passiert, also so Angstmache und Panikmache. Und diese Videos, die nehmen das auf so eine witzige Art so ein bisschen auseinander und fordern aber den Zuschauenden dann auf, bevor du jetzt noch irgendwas machst, bevor du dich selber aufregst, bevor du das teilst, bevor du wütende Kommentare schreibst, tick mal kurz Pause und überleg nochmal, ob das wirklich alles so stimmt, guck dir vielleicht eine andere Quelle an. Also es ist so ein Aufruf, innezuhalten und sich kritisch mit Inhalten auseinanderzusetzen. Genau, und diese global angelegte Kampagne läuft natürlich auch jetzt seit 2 Jahren schon in Deutschland. Es gibt, glaube ich, inzwischen 7 Videos, da kommen auch immer noch weitere dazu. Und alleine im letzten Halbjahr, im zweiten Halbjahr 2023, wurden diese Videos 63 Millionen Mal in Deutschland angezeigt. Das heißt, wir haben hier also wirklich auch eine Reichweite erzielt, die hoffentlich dabei hilft und dabei unterstützt, Medienkompetenz zu stärken. Aber ich stimme auch zu, auch Schule ist ein Ort, an dem Medienkompetenzförderung auf jeden Fall stattfinden muss. Sabine, wenn sich jetzt der Wahlabend nähert, was passiert da auf YouTube, was die Wahlen angeht? Also bevor der Wahlabend da ist, passiert schon eine ganze Menge auf YouTube. Das haben wir ja schon ganz ausführlich erzählt. Aber jetzt auch diese Woche fangen wir mit weiteren Sachen an. Und zwar wird es eine Erinnerung geben auf der YouTube-Startseite selbst, wo wir darauf hinweisen, dass die Europawahl eben Anfang Juni stattfindet, sodass Leute sozusagen sich darauf vorbereiten können. Und nach dem Wahlabend, sobald die offiziellen Informationen da sind, wie die Wahlergebnisse denn aussehen, die wir im Übrigen vom Europäischen Parlament bekommen, geben wir Hinweise darüber, wie die sozusagen vorläufigen und dann auch endgültigen Wahlergebnisse aussehen und das ebenfalls auf der YouTube-Startseite. Ja, sehr interessant. Ganz lieben Dank, ihr zwei.
Liebe Sabine, liebe Annika, danke für eure Zeit, dass ihr hier zwischen Vorträgen und Gesprächen mit vielen Leuten die Zeit gefunden habt, sich diesem wichtigen Thema hier anzunehmen. Vielen lieben Dank und bis bald. So, wir sind immer noch bei der Republika in Berlin und ich habe mich ein bisschen unter das Volk gemischt und habe hier Jeanette Gusko getroffen, die Geschäftsführerin von Korrektiv. Hallo. Und ich dachte mir, dich spreche ich an und wir reden etwas über Korrektiv und auch über ein gemeinsames Projekt, was wir haben. Hallo, liebe Jeanette. Grüß dich, schön, dich hier zu treffen und wir haben sogar Sonne. Ja, Wahnsinn, wir haben uns auf den Außenbereich verkrümelt, da ist der Ton ein wenig besser, deswegen entschuldigt bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir nicht perfekt unterwegs sind mit dem Sound, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen und wie gesagt Korrektiv sprechen, denn ja, ich denke, ihr seid bundesweit seit 2024 fast allen Deutschen ein Begriff. Vielleicht beschreibst du nochmal ganz kurz, wer ist Korrektiv, was macht ihr, ja, und was hat das mit dem großen Coup in diesem Jahr auf sich gehabt? Korrektiv ist ein gemeinwohlorientiertes Medienhaus zur Stärkung der Demokratie. Und wir stärken Demokratie eben mit drei Säulen. Dem gemeinnützigen Journalismus, der war immer Kern und wird immer Kern bleiben von Korrektiv. Wir werden in diesem Jahr 10. Wow. Das ist die Medienbildung, weil wir wissen, dass Desinformation eine große Gefahr darstellt, uns den Diskurs zerschießen kann und wir deswegen auch das Zuhause sind von Europas größter Online-Medienbildungsakademie, der Reporterfabrik und dem Bürgerforum, der Bürgerakademie. Und die dritte Säule ist unabhängige Technologie, weil Medien auch Technologie brauchen, Medien und Technologie miteinander verbunden sind, wie kaum zuvor. Wir haben 2 eigene KIs gebaut, eine, um Menschen zu unterstützen dabei, auch Desinformationen besser zu erkennen, und eine, die Wolf-Schneider-KI, benannt nach einem der renommiertesten Journalisten dieses Landes, der uns allen hilft, besser zu schreiben. Das heißt, diese drei Säulen ist das, woran wir, das sind mittlerweile über 100 Mitarbeitende, tagtäglich arbeiten. Und ja, warum kennt man uns jetzt noch mal stärker, genau wie du eingestiegen bist, ist, weil die Investigativredaktion von Korrektiv am 10.01. eine Recherche veröffentlicht hat, die es so in der Bundesrepublik noch nicht gab. Der Geheimplan gegen Deutschland, wo berichtet wurde über eine Zusammenkunft in einem Potsdamer Hotel letztes Jahr im November von Neonazis, von AfD-Politikern und von Unternehmern, von Geldgebern. Mhm. Und diese Recherche, die hat einen Kern getroffen, die war ein Funke, der auf eine Zivilgesellschaft getroffen ist, die wusste, in diesem Jahr ist das Superwahl, ja, und es kommt eben wirklich auf alle an. Und das hat viel auch emotional ausgelöst bei Menschen, wirklich zu begreifen, es kommt jetzt eben auch auf mich an, auf meine Haltung und wie ich meine Haltung dann eben auch ins Handeln bringe. Und deswegen kennen heute mehr Menschen Korrektiv und deswegen setzen sich heute vielleicht auch wieder mehr Menschen für Demokratie ein und gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus. Habt ihr mal zusammengerechnet, wie viele Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind nach eurer Recherche? Ja, nicht nur wir, sondern das ist uns auch nochmal statistisch bestätigt worden. Es kam erst vor wenigen Tagen, es ist jetzt Ende Mai, vor wenigen Tagen erst eine Studie heraus, die nochmal zusammengerechnet hat, dass es 1300 angemeldete Demonstrationen waren und 3,6 Millionen Menschen auf der Straße. Wir wissen anekdotisch von denjenigen, die uns schreiben, dass viele von ihnen zum allerersten Mal oder nach sehr, sehr langer Zeit wieder die Form des Demonstrierens gewählt haben, die ja in einigen sozialen Schichten eher verbreitet ist als in anderen, und wirklich dieses breite Bündnis zu sehen und dass Menschen jetzt nochmal sagen, ich gehe auch körperlich, ne? Ich setze meinen Körper ein, um hier ein Zeichen zu setzen, das war schon sehr beeindruckend und das ging ja wirklich über Wochen. Und durch ganz Deutschland, Kleinstädte, Großstädte. Das war beeindruckend zu sehen. Das auf jeden Fall. Ich habe im Vorfeld jetzt der Europawahlen auch einen Podcast gemacht mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter auf YouTube. Und er ist ja auch ein Creator, der sich sehr an Debatten beteiligt, aufklärt, Desinformationen entlarvt. Und er hat einen eigenen Kanal, wo er Conspiracy-Theorien, Verschwörungstheorien aufdeckt und widerlegt. Und er hat gesagt, dass das Problem der Desinformation im Internet für ihn durch 2 Lösungsansätze bearbeitet werden muss. Und zwar ist das zum einen die Fact-Checking-Variante und die Medienerziehung und die Medienkompetenzstärkung. Ich würde sagen, 2 Bereiche, in denen ihr unterwegs seid und unter anderem auch ein gemeinsames Projekt mit YouTube habt.
Factinating. Vielleicht lass uns kurz erklären, was das ist. Gern. Er hat es sehr gut beschrieben, weil es sind mindestens diese beiden Ansätze. Und Korrektiv hat sich das Ziel gegeben, dass wir ein relevanter Akteur sein wollen, um Desinformation in den nächsten 3 bis 5 Jahren einzudämmen, indem wir die Nachfrage austrocknen. Und so von dieser Grundhaltung und von diesem Ziel kamen wir dann zusammen, genau, mit YouTube, weil wir eben wissen, eine relevante Gruppe sind Content Creator, die viele Menschen erreichen, die eben auch dort stattfinden, wo Menschen Lust und Laune und Humor haben, also auch so einfach sehr in den Nahbereich reinwirken. Und das Factinating-Projekt, das läuft jetzt genau bereits, und das Factinating-Projekt ist die Idee, dass wir mit all dem Wissen aus sowohl unserer Faktencheck-Redaktion, aber eben auch aus den vielen anderen Kompetenzen, die wir zum Thema Desinformation bei uns haben, dass wir sowohl in Workshops als auch online basiert, als auch über verschiedene Communities, Slack-Community und WhatsApp-Kanal, dass wir mit Creatoren zusammenarbeiten. Wir hatten jetzt gerade den Auftakt-Workshop im Mai. Wir Creator zu uns eingeladen haben und entlang ihrer Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind nämlich ganz häufig, dass eine große Unsicherheit herrscht. Woran erkenne ich denn, ob eine Information eine Missinformation ist, also falsch ist, oder eine Desinformation, falsch mit Intent, also mit einer mit einer Absicht dahinter, beispielsweise Geld verdienen zu wollen damit oder auch Einfluss nehmen zu wollen. Und da haben wir so ein sehr offenes Forum gewählt, wo wir mit Creatoren zusammengekommen sind und ein sehr intensives Training gemacht haben, was sie auch dann begleitet haben, wiederum auf ihren Kanälen, um ihre Gemeinschaften mitzunehmen. Ziel ist hier wirklich maximal zugänglich zu sein, also Menschen zu erreichen, die überproportional stark mit Desinformation in Kontakt kommen, aber vielleicht aufgrund verschiedenster Kriterien nicht so viel Zugang haben zu Medienbildungsinhalten im klassischen Sinne. Mhm. Toll, sehr schönes Projekt. Was hast du denn von der Republika so mitgenommen dieses Jahr? Denn es ist ja auch die erste Republika nach eurem großen Coup, wir haben es ja eben angesprochen. Wie nehmen dich und euch die Kolleginnen hier wahr? Ist es anders als vorher? Und hast du das Gefühl, dass sich eure Arbeit und das, worüber wir auch gerade gesprochen haben, alles so in die richtige Richtung bewegt? Das ist meine 15. Republika. Mhm. Insofern ist es einfach immer wieder sehr schön, auch zu sehen, wie sich die Konferenz entwickelt und wen ich dann persönlich als auch beruflich hier immer wieder treffen kann. Es ist wirklich sehr breit und sehr stark auf Fragen von, wie können wir uns gesamtgesellschaftlich verändern. Es geht immer um die Digitalisierung aus einer menschlichen Perspektive heraus. Es ist wirklich ein sehr breites Themenangebot, was ich sehr, sehr schätze. Ich mag die internationalen Speaker, weil da das Kurationsteam einfach ein sehr, sehr gutes Händchen hat, auszuwählen, wer uns auch nochmal Impulse geben kann darüber, wie Zukünfte aussehen können. Also sowohl Dystopien als eben auch Utopien. Davon habe ich in diesem Jahr wirklich partizipieren können und das hat mich wirklich erfreut, das hier auch zu sehen, wie stark die Debatte vorne ist weiterhin auf der Republika, wie die Organisatoren das eben auch halten können. Und ganz persönlich hat mich eben gefreut, dass Korrektiv auch einige Sessions hier halten konnte. Gestern auf Stage One die Keynote von Jean Peters, eben einem der führenden Köpfe, Senior Reporter bei Korrektiv, der eben ganz klar und ganz nah beschrieben hat, wie der Geheimplan, was da stattgefunden hat, was aber eben auch die Folgen waren. Das hat mich gefreut und Reaktionen, die wir bekommen, die sind sehr breit. Wir bekommen viele Angebote. Uns wird viel angeboten, wird gesagt, wir sind dankbar für das, was ihr angestoßen habt und jetzt möchte ich gerne meinen Beitrag leisten mit meiner Organisation oder alleine, was kann das sein? Kann ich spenden? Kann ich im digitalen Ehrenamt wirken? Wie sieht es eigentlich aus? Und das ist sehr gut zu sehen, weil diese Vernetzung in der Zivilgesellschaft, die ist wichtig. Und wir sind ein Medienhaus, wir haben eine ganz dezidierte Rolle, eben zu informieren, kontextualisieren und zu orientieren. Und dabei eben zu sehen, wie jetzt wirklich alle im Mai 2024 ganz klar sind,
was auch Ihr Beitrag ist, um da gemeinsam handlungsfähig zu sein, wenige Tage vor der Europawahl. Das nehme ich mit, ja, neben der Sonne. Neben der Sonne. Ganz lieben Dank, dass du hier bei mir und bei uns vorbeigekommen bist und gestoppt bist und dass wir auch uns diesem wichtigen Thema einmal kurz widmen können. Ich wünsche dir weiterhin viele Gespräche. Du hast eben gesagt, du bist seit 5 Uhr, glaube ich, on the road unterwegs und ja, wünsche dir weiterhin viel Kraft dazu und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen nochmal hier. Ganz lieben Dank, Jeanette Gusko. Danke dir sehr. Und als letztes vielleicht noch, wenn ihr selber Content Creator seid, wenn ihr YouTuber seid, was nahe liegt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann meldet euch bei presse@korrektiv.org, wenn auch ihr noch Teil werden wollt des Factinating-Projekts. Auf jeden Fall. Ich packe das alles auch nochmal in die Shownotes dieses Podcasts, dass man das auch nochmal schriftlich schön nachlesen kann. Und ganz, ganz lieben Dank, Jeanette. Und ja, liebe Creatorinnen und Creator, guckt euch das mal an. Ne? Tschüss. Ciao.